Hallo Leute, willkommen zurück zu Clocktower 3 und ich hasse es. Ja, wir sind letztes Mal schon wieder zweimal gestorben gegen diesen scheiß Endgegner. Ja, diesmal beleidigt den scheiß Endgegner und nicht das Spiel. Ja, und wir sind bei Part 8 inzwischen und ich raste vollkommen aus. Beim ersten Endgegner, ich weiß nicht, ist das der leichteste Endgegner oder gehört er zu den schwereren? Ich weiß es nicht. Verratet es mir in den Kommentaren. Und ich kapiere nicht, wie das Ganze mit diesen Pfeilen und so alles funktioniert. Auch wenn ich es gedacht habe, ich kapiere es endlich. Dann macht dadurch, dass es irgendwie doch nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, dass es. Ja klar, jetzt kommt er von einer anderen Richtung. Ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt einen schönen Vorsprung raus. Nee, der Typ dreht ab und geht in die andere Richtung. Mann, was tust du, Alissa? Da bleibt der Typ mal schön stehen. Ich könnte mich schön umdrehen und einen Pfeil aufladen. Warum dreht sie sich in Richtung von den Typen? Warum macht sie das? Ja, ich hab den Typen erwischt, aber das hilft mir ein Scheißdreck. Und ich liege am Boden. Kann mir das Ding auch nichts anhaben. Voll aufgeladen und habe ich ihn jetzt. Nee, warum habe ich ihn jetzt nicht festgekettet? Ich kapiere das nicht mit dem Festketten. Mein Pfeil nicht genug aufgeladen. Ne? Okay, ich glaube, ich habe meinen Pfeil noch nicht genug aufgeladen. So, und jetzt. Kablam! Jetzt! Voll, mega aufladen! Stirb! Mega mäßig! Ja, ohne Kanone! Fahr mal Feuerwerk mit Laser! Ja, ich muss jetzt etwas abspacken, Leute. Es tut mir ehrlich leid, dass ich jetzt etwas abspacke. Aber der Moment bringt mich einfach voll mega mäßig zum Abspacken. Ja, mega mäßig! Ja! Ich muss. Ja! Ich bin einfach. Ja! Er ist tot! Ja! Stirb! Ja! Leute! Sledgehammer ist tot! Und ich kann in Ruhe meine Mission fortsetzen. Ach, war der Scheiße, Klebert der Liebe. Ey, cool, wir können jetzt ein Ding mehr. Weiter die Musik. Ja, ich bin kurz ruhig. Mit der auch der Musik lauschen könnt. Kennt ihr irgendwie das Stück? Gibt es das nicht? Auch? Von irgendeinem Musiker oder was gemacht? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Denn ich bin jetzt happy. So happy, dass ich nachher noch Final Fantasy aufnehmen gehe. Ja. Juhaha, Sledgehammer ist tot. Und ich habe auch keine Angst mehr. Ich kann hier in Ruhe rumlatschen, um dass irgendein Typ schreit. Ja, mega abspacken jetzt. Tut mir leid, aber nein, ich bin schon ruhig jetzt während dieser Szene hier mit dem Mittel. Is dead. There was an explosion. A shell. I'm so sorry. Please don't cry. I understand how you feel. I never even knew my father.
I lost him soon after I was born, but I love my grandfather just the way you love your father. Keep this watch as a memento of your father and continue to practice the piano as hard as you can. You know that would make him happy. Beautiful playing has brought me back to you. At last, we can be together again. Thank you, Alyssa. Thank you. Thank you. Goodbye, May. Goodbye, Mr. Norton. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. What was that? Have I been dreaming? Ja, wir sind gerade im Traum 10.000 Mal gestorben. Und waren deswegen immer wieder Game Over. Mal schauen, wir haben noch viel zu viel Zeit übrig. Also will ich nicht aufhören noch. Kann ich auch nicht. Wir sind wieder... Warum sind wir sind wieder im Gästeflügel im ersten Stock? Zu Hause wieder. Dennis, what are you doing here? Pull me up. Hurry. Wer zu viel ist der Typ? Phew, I thought I was a goner for sure. Long time no see, Alyssa. I haven't seen you since we were in primary school together. It must be 3 years? What do you think you're doing entering a lady's residence through a window? I have to give you something. Ah, here it is. It's the key to my grandfather's room. Mother always has this key with her. What are you doing with it? You saw her. When and where? Calm down, calm down. It was yesterday morning and your mother drove by in her car. Oops. And she said you might come back from boarding school and asked me to hand that key to you if she wasn't back in time. She must have known I'd disobey her and come back here. She must have gone up to meet me. We just missed each other. Hey, Alyssa, you've really changed since I last saw you. I'm going to go and check my grandfather's room. Hey! Well... It looks like you've grown up too, Dennis. Oh, come on! That was then and this is now! Wait a minute, would you? Okay, Ron Weasley. Dicks Zimmerschlüssel. Dick war unser Großvater. Der Großvater von uns, ja. Aber wo ist das Zimmer? Und der Typ da war ja eindeutig Ron Weasley, also... Da könnten mir viel erzählen, ne? Das war Ron Weasley! Auch wenn sie ihn Dennis genannt hat. Oder es war einer der Weasley, oder es war irgendein neuer Weasley, der ganz neu dazugekommen ist, irgendwann. Aber der Typ war eindeutig wie ein Weasley. Da steht Philipp. Wer zur Hölle ist Philipp? Wer ist Philipp? Ernsthaft? Und wo ist das Zimmer von Großvater? Ist es überhaupt hier oben? Moment mal, was steht hier eigentlich oben? Okay, da steht nichts. Nichts, nichts. Hier sind wir rausgekommen, oder? Ja, da steht Alyssa. Vielleicht ist das Zimmer von Großvater ja unten. Da könnten wir wieder speichern. Da können wir unser
heiliges Wasser auffüllen. Aber das ist schon voll. Mal schauen. Hier ist nichts Interessantes. Ja, wo ist dann etwas Interessantes? Ich bin glücklich, der Typ ist tot. Da geht's lang. Ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr mich das freut, dass dieser Sledgehammer tot ist. Okay, dieser Großvater von ihr scheint gern gelesen zu haben und da liegt ein Tagebuch oder was? Irgendwas zum... Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Ja, er hat jede Menge Film gekauft. Typ 64 Film und so weiter. Die Schlüssel zum Mysterium der Zeit liegen hinter dir. Was kann das bedeuten? Ein paar alte Bücher auf eine Seite. Okay, dann lesen wir noch. Entitätenbuch. Entitäten sind seit Tagen der alten Römer bekannt. Diese Wesen machen unschuldige Menschen zu Besessenen und erfüllen sie mit extremer Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit und treiben den Besessenen oft zu bösartigen Mördertaten. In diesem Fall wird der Kreis des Bösen durch die Exekution des Mörders nicht unterbrochen. Der Besessene ersteht wieder auf, um seine blutige Mission fortzusetzen. Na? Kommt uns das nicht bekannt vor? Dieser Sledgehammer? War eindeutig einer von denen, die von den Entitäten beherrschten Wesen werden als Untergebene bezeichnet. Wenn ein Untergebener einen Mensch tötet, nähern sie sich von der Seele des Opfers und ihre Macht wächst. Untergebene können so eine unbegrenzte Menge Macht anhäufen. Daher überleben die Untergebenen durch Leid und Elend der Menschen. Jetzt wissen wir auch, warum er so viele Menschen getötet hat, da er dadurch mehr Power bekommen hat. Nur bestimmte Menschen sind in der Lage, Entitäten und ihre Untergebenen zu bekämpfen. Die Ruders, stets junge weibliche Teenager, haben gegen diese düsteren Feinde seit Jahrhunderten gekämpft. Ihr Kampf wird wahrscheinlich noch viele Jahrhunderte andauern. Wir sind anscheinend so ein Ruders. Weibliche Teenager. Ich. Nein, Elissa. Natürlich. Entities? Ruders? Teenage girls who stand against the forces of darkness. What, did you find anything in there, Elissa? What's that? Entity? What's an entity? And the Ruders? So it wasn't a dream. I'm going to look for my mother. You want to look for your mother? But she was in a car, remember? She could be anywhere by now. She's nearby. I can tell. What do you mean? It doesn't matter. Just go home. Let me help you. Just the two of us. It'll be like the old days. That was a long time ago. Well, I might as well help you. There's nothing to do at home. I'm alone in the house until my sister comes back anyway. You mean Linda? Isn't she travelling? Yeah. She's working as a nurse at a refugee camp in Africa. In her last letter, she said she won't be back for at least another 6 months, so I'm free to babysit, walk dogs, look for missing mothers. Okay. You can check upstairs while I look downstairs. Yes, boss. Hey, one more thing. Isn't it your birthday tomorrow? Huh? My birthday? See? Even after all this time, I still remember. What's the matter? Oh, nothing. Now check upstairs, will you? You can count on me, partner. Okay. Okay, okay. Ich mag das Geräusch von Türen nicht in dem Spiel irgendwie. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich gehe speichern und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder gleich glücklich drauf bin, hoffentlich wie gerade eben. Also dann, Leute, ich speichere noch. Ihr könnt natürlich ruhig schon wegschalten und nachdem ich gespeichert habe, ist der Part sowieso vorbei. Und das ist jetzt. Nein, noch nicht. Jetzt da. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.